finde, dass die Mundharmonika der Stimme sehr nahe ist, was den Ausdruck angeht und Emotionen, die man ausdrücken möchte. Das Einfachste zum Beispiel. Kleine Fragestellungen, Fragen, die man stellen kann. Man kann komplette Gespräche nachimitieren oder nachsprechen, sehnsuchtsvolle oder emotive Äußerungen. Enttäuschung auch ausdrücken. Ich glaube, das Faszinierende ist, dass die Mundharmonika Akkorde spielen kann. Nicht viele, aber einige Akkorde gibt es. Die Mundharmonika kann Doppeltöne, verschiedene Intervalle spielen. Das macht sie besonders und eigen gegenüber anderen Melodieinstrumenten. Eine Klarinette, ein Saxophon kann nicht zwei Töne gleichzeitig spielen. Die Mundharmonika schon, zum Beispiel. Intervalle sind überhaupt kein Problem. Akkorde beim Blasen und Ziehen. Dadurch kann ich schon sehr, sehr einfach Rhythmus spielen. Töne den Blues spielen. Überblasene Töne. Damit eröffne ich eine völlig neue Spielmöglichkeit, in verschiedenen anderen Tonarten zu spielen. Diese Tonarten geben mir Möglichkeiten, anders zu klingen auf dem Instrument. Zu klingen, wie man die Mundharmonika vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Gibt es natürlich auch andere Modelle, Mundharmonika-Modelle, zum Beispiel die chromatische Mundharmonika, die ein ganz eigenes Instrument ist, eigene Techniken auch hat, ähnlich klingt, aber doch auch eigenes. Als Mundharmonikaspieler einen zusätzlichen Sound, den manche kennen. Und zwar, wenn man die Mundharmonika über einen Verstärker spielt, über ein spezielles Mikrofon, über einen Gitarrenverstärker, dann erweckt man das eigentliche große Monster. Die Mundharmonika wurde ja früher auch Mississippi Saxophone genannt, als
Saxophonersatz. Die Saxophone waren teuer. Mundharmonikas waren günstig, und aber um trotzdem eben gehört zu werden im Bandkontext, haben seit den 50er Jahren Mundharmonikaspieler über ein Mikrofon, über einen Gitarrenverstärker ihren Sound, ihren Klang verstärkt. Und durch die Zerrung, die sich ergibt, ergibt sich auch ein Zusammenspiel zwischen dem Spieler und seiner Technik und dem Verstärker. Und ich glaube, das ist auch ein ganz besonderer Sound, und den, wenn Schüler das zum ersten Mal spielen oder erfahren, sehr, sehr fasziniert sind davon. Thank you.